Das ist lustig. Da möchte ich auch gerne dabei sein. Doch, Bertie. Ja, ich nur. Dann komm. So, jetzt bist du recht schön frisiert. Ja. Genau. Ich glaube, schön genug für die heutige Vorstellung. Ihr seid schon da? Ja. Ja, Rosalinda, die Kinder sind schon da. Das ist ja schön. Ja. Also, dann möchten wir euch ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Vorstellung. Das ist die Rosalinde mit einer schönen Verbeugung. Genau. Ja. Und, nein, dreht sich nicht um. Ja. Die dreht sich nicht um, bitte, die Rosalinde, sondern genau verbeugt sich schon. Ja. Gut. Und ich bin der Zauberklam Lolli Caffioli. Ja, die meisten sagen Lolli zu mir. Ab und zu sagt jemand Herr Caffioli. Das kommt eher selten vor. Ja, genau. Und die Rosalinde sagt nicht ja. Ja. Und jetzt kommt der Bertie, der ist natürlich gerne auf der Bühne. Und der, na, aber bitte, der wird mich nicht in die Nase beißen. Sondern der wird mich nicht in die Nase beißen. Nein. So, sondern. Und dann habe ich noch die Zaubertücher. Oh, das sind keine Zaubertücher. Oder seht ihr da irgendwo die Zaubertücher? Also, ein Zauberspruch vielleicht? Naja, also ich probiere es einmal mit Summ Summ. Aber ich glaube nicht, dass wir dann einen Zauber... Wirklich? Ein Zaubertuch? Na, wunderbar. Aber da habe ich ja nicht nur eins, nicht nur ein blaues, sondern ein wunderschönes rotes Zaubertuch habe ich hier auch. Und das Rot... Das ist kein Zaubertuch. Blumenkästchen. Oh, da wird sich meine Urgroßmutter freuen. Das könnte ich ihr schenken ja, für 110. Ja, Geburtstag. Na, mal schauen. Genau, die hat bald Namenstag. Und dann haben wir das dritte wunderschöne Zaubertuch. Das gelbe. Ja. Na, Fan. So, und dann haben wir da nicht... Ich glaube, dass da noch was drinnen ist. Und ihr glaubt das auch? Und ihr auch? Also ich glaube nicht, dass da noch was drinnen wäre. Wenn da noch was drinnen wäre, müsste ich ja nicht mehr reingreifen. Und hätte... Ein Blumenkästchen. Und wem schenke ich das? Das schenke ich euch am liebsten.